Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play zu dem neuen Call of Duty Modern Warfare 3. In der letzten Mission haben wir ja den Soldaten Frost gespielt und mussten in Hamburg, Germany, den Vizepräsidenten der USA finden. Jetzt folgt Mission Nummer 8 und ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Wir mussten diese Woche viele Namen an den Kirchturm schreiben. Es war Makarov. Der Bastard ist mir in Sierra Leone durch die Lappen gegangen. Was weiß der MI6? Das will ich nicht hören. Du schuldest mir noch was wegen Pripyat. Denk daran. Ruhig, Blut. Okay, wir haben den Frachter zu einer Einheit in Bosaso, Somalia, verfolgt. Gehört einem schmierigen Kerl namens Warabe. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Wie sind die geschützt? Alles zweite Garde. Lokale Schützen bewachen die Anlagen. Wir fallen auf wie bunte Hunde. Still und leise läuft er nicht. Dann treten wir eben die Vordertür ein. Nikolai soll seine Leute bereit machen. So, in der Mission Nummer 8 spielen wir wieder den Edge-Bessners Yuri und müssen in Somalia einen Typen namens Warabe finden. Zurück zum Absender, 8. Oktober, 9.30 Uhr und 23 Sekunden, Yuri Sonderkommando 141 in Somalia. Wir finden uns wohl gerade in einem Jeep auf dem Weg zu der Festung, sag ich mal, wo sich Warabe befindet. Über uns fliegt schon der Helikopter mit Nikolai, der uns unterstützt. Schießen wir mal erst die Leute hier durch das Gitter ab. Springen aus dem Jeep hinaus. Schnell nachladen. Und schießen die ersten Gegner ab. Im Hintergrund könnt ihr auch schon ein paar Schiffe erkennen. Also wir finden uns irgendwo hier am Hafen. Oh. Mit 4 können wir jetzt das Helikoptergeschütz lenken. Gehen wir mal schnell hinter in Deckung, beziehungsweise drücken jetzt 4. Zu schießen könnt ihr normal mit der linken Maustaste. Schießen wir mal erst die Gegner hier oben auf den Gebäuden ab, damit die nicht den Helikopter abschießen, beziehungsweise uns auf die Nerven gehen, sag ich mal. Dann noch hier unten die Gegner am Hafen. Fliegt noch eine Runde. Ich denke mal, wir können das Geschütz dann gleich nochmal bedienen. Dann arbeiten wir uns mal langsam nach vorne. Na, da ist noch einer. Das ist wohl ein altes Schiff, was auseinandergenommen wurde. Na, ist da noch jemand? Oh ja, da ist noch einer. Gehen wir mal die Treppe hinauf. Hier über diese Brücke. Und da sind auch wieder... Und Ende Gegner, da ist sogar einer am MG, den schießen wir auch ganz schnell ab. Gehen wir hier rein. Na, da kommt einer uns entgegen. Na, du brauchst auch nicht um die Ecke gucken. Mal die nächste Treppe hinauf. Schießen wir durch die Wand. Wir können wieder mit 4 das Geschütz bedienen. Schießen wir aber am besten erstmal, oder eliminieren wir erstmal am besten die Gegner, die sich alle hier oben befinden. So, nochmal 4. Und schießen die nächsten Gegner aus dem Helikopter ab. Oh, ich ziele immer besser. Mehrfach Abschuss. Ja, macht auch, muss ich sagen, sehr viel Spaß. Okay, er fliegt noch eine Runde, also wird er uns gleich nochmal unterstützen. Das schauen wir mal runter. Eliminieren mal die letzten Gegner, die sich hier vor dem Gebäude befinden. Wir müssen jetzt hier reingehen. Hier in dem Gebäude befindet sich dann auch Warabe. Mal um die Ecke. Ah, da sind schon die nächsten Gegner. Also auf dieser Etage muss sich irgendwo dann ein Raum befinden, wo sich dann auch der Gegner bzw. der Typ namens Warabe befindet. Ja, das Büro befindet sich genau gegenüber. Folgen wir mal Price. Das ist die Tür zu seinem Büro.
Oh, jetzt dürfen wir bestimmt wieder mit F einen Vorstoß machen. Genau. So, schnell wieder Überblick verschaffen. Da hinten ist Warabe, den dürfen wir natürlich nicht eliminieren. 1, 2, dann die Leibgarde 3, 4 und 5. Da ist er. Gasmasken auf. Okay, was kommt jetzt? Oh, das scheint irgendwie ein Giftgas zu sein. Okay, Paris. Ich denke mal, das wird dann auch eine unserer nächsten Missionen sein. Oh, Headshot. Der ist also tot. Gehen wir mal wieder raus. Gasmasken runter. Dann gehen wir mal zum Evakuierungspunkt. Ja, da ist unser Helikopter. Knapp 60 Meter. Gehen wir am besten mal trotzdem mal hier in Deckung, nicht dass irgendwas passiert. Ja, genau, wie soll das auch anders sein? Wir werden von allen Ecken, oder beziehungsweise auch von allen Ecken wird auf uns geschossen. Unser Hubschrauber ist natürlich schnell weggeflogen. Wir müssen uns bestimmt einen anderen Evakuierungspunkt suchen. Genau, eine zweite Landezone gibt es wohl. Wir müssen nur den Sandsturm im Auge behalten. Arbeiten wir uns langsam nach vorne. Oh, okay. Wir müssen in 2 Minuten 55 an der zweiten Landezone sein, weil sonst, denke ich mal, der Sandsturm bei uns ist. Wie sollte es auch anders sein? Unser Weg wird wieder durch eine Menge von Gegnern versperrt. Die wir natürlich alle eliminieren müssen. Oh, Granate. Rennen wir mal ein bisschen schneller. Wow, was kommt jetzt? Ein brennendes Auto, was uns entgegengefahren kommt. Und wieder eine Menge von Gegnern, die sich auf den Gebäuden bzw. am Boden rumlaufen. Wir haben nur noch 2 Minuten 15, ist also nicht mehr so viel Zeit. Gehen wir weiter nach vorne. Oh, da ist noch einer hinter der Wand. 1 Minute 56. Rennen wir mal ein bisschen schneller. Oh, okay. Also die Zeit ist massig. Habt gesehen, war noch knapp 1 Minute 50. Und wir sind schon an unserer zweiten Landezone. Also Zeit ist wirklich... hätte ein bisschen kürzer meiner Meinung nach sein können. So, wir müssen hier oben auf das Gebäude. Wie soll es auch anders sein? Hier sind wieder viele Gegner, die wir eliminieren müssen. Erdgeschoss sicher, dann gehen wir eine Etage höher. Oh, da kommen schon irgendwelche Gegenstände entgegen durch den Wind. Dieser Stock ist auch sicher. Dann gehen wir noch höher. Genau, Treppe rauf. Okay, hier ist nichts. Dann die nächste Treppe. Dann sind wir schon oben am Dach. Gucken, wo ist denn unser Rettungshelikopter? Beziehungsweise, wo ist Nikolai? Ah, da ist er. Wir dürfen wieder mit 4 da an das Fernlenkgeschütz, um ein paar Gegner zu eliminieren, damit Nikolai uns wohl retten kann. Oh, jetzt. Oh, der Helikopter wurde getroffen. Wir müssen jetzt von diesem Dach runterspringen. Springen wir mal hier an dieses Seil. Oh, da ist der Helikopter. Oh, ja, jetzt ist der Sandsturm da. Man sieht die Hand vor Augen nicht mehr. Also nicht mehr so gut. Folgen wir mal langsam Price. Wir müssen jetzt
den Helikopter von Nikolai finden, beziehungsweise Nikolai selber. Genau, geht am besten ganz, ganz langsam vor, weil ihr seht ja, die Sicht ist nicht ganz so gut. Da sind auch schon wieder einige Gegner. Die konnte man jetzt mal gut sehen, also sagen wir so besser sehen. Da laufen auch wieder ein paar Gegner. Ja, was steht denn da noch? Da ist noch einer. Dann folgen wir mal Price. Na, wer schießt denn da noch nicht? Ach, da hinten ist noch einer. Na. Wie ich doch. Na, der will nicht. Seht ja, wie gesagt, wenn die Gegner weit entfernt sind, sind sie nicht gut zu sehen. So, jetzt habe ich ihn aber. Also wie gesagt, die Sicht ist teilweise nicht sehr gut, beziehungsweise ihr seht die Gegner nicht so gut. Deswegen ganz behutsam vorgehen. Ja, die nächsten Gegner. Ja, oh. Hier soll irgendwo dann der Helikopter sein. Ich sehe ihn noch nicht. Noch 35 Meter. Ich schätze mal, irgendwo da unten ist er dann. Ah ja, genau. Da sieht man ihn. Und irgendwo ist dann auch bestimmt Nikolai. Ah ja, da ist er links. Gehen wir erstmal in Deckung. Warten mal ab, was unsere nächsten Aufgaben sind. Okay, wir müssen uns jetzt Nikolai schnappen. Ich denke mal, der kann nicht mehr so gut laufen. Genau, wir müssen ihn tragen. Laufen wir den anderen mal hinterher zum nächsten Evakuierungspunkt. Ich bin ja schon auf dem Weg. Okay. 10 Meter müsste dann der Evakuierungspunkt sein. Ach, genau, da unten sind auch schon wieder unsere Jeeps. Rutschen wir mal schnell den Abhang hinunter. Steigen dann in den Jeep, denke ich mal. Genau. So, das war auch schon wieder mein nächstes Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Tagen folgen die nächsten Missionen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.